Angekommen auf Lombok. Das allererste Mal und es fühlt sich wirklich surreal an und ich versuche das gar nicht zu überdimensionieren oder wie auch immer man das nennen möchte, aber es ist halt einfach die Insel, für die wir uns entschieden haben, wo wir leben wollen und wir waren noch nie vorher hier, haben hier nicht nur entschieden, irgendwann hinzuziehen, sondern wir haben hier ein Grundstück gekauft und bauen auf dieses Grundstück nicht nur irgendein Haus oder irgendwie sowas, sondern unser Haus, wo wir leben wollen. Das heißt, wir sind super, super aufgeregt. Wir sind zu Gast bei dem Gründer oder Mitgründer von Tampa Hills, wo wir das Haus gekauft haben. Und wir werden euch dieses Haus natürlich auch noch zeigen und allen drum und dran. Aber jetzt erstmal machen wir uns fertig, denn wir fahren zum allerersten Mal zu unserem Grundstück nach Tampa Hills, werden uns also Warnwesten und Mützen anziehen, also hier diese Kappen, die man so anzieht, und werden also ja, zum allerersten Mal unser Grundstück sehen. Mal gucken, ob es uns gefällt, mal gucken, ob es cool ist, mal gucken, ob die Aussicht gut ist von allem drum und dran. Aber wir nehmen euch mal komplett mit. Ich würde sagen, let's go. Wir waren gerade noch schnell Mittagessen im Bamba und zwar gehört das Bamba nämlich auch Jacob, dem CEO und Founder von Tampa Hills, und das ist übrigens auch so ein richtig cooler und mit eins der einzigen richtig guter Kaffee, richtig guten Cafés und Restaurants hier in Kuta, so Bali-Style. Oh. Ja bitte, möchtest du auch was sagen? Okay. Ja, richtig lecker und jetzt düsen wir weiter. Nicht nur weiter, sondern wir fahren jetzt tatsächlich rüber. Ja. So, also düsen wir mal rüber. Super aufgeregt. Also hier, wenn ihr irgendwo in Lombok seid, in Kuta seid, das ist die Haupt, also nicht Hauptstadt. Ich habe meinen. Du hast übrigens deinen Flipflop verloren. Ich habe meinen Flipflop verloren. Naja, nicht so schlimm. Aber jetzt geht's los. Schnappen wir uns den Roller und dann geht's los, ne? Yes. Let's go and let's drive. Tampa Hills. Warte mal. Let's go. Da wollen wir hin. Dahin. Wie weit ist es denn? 18 Minuten. Ja gut, dann sind wir schon mal hart wieder zu spät. Oh, können wir jetzt mal bitte los? Hallo? Ja, dann hör auf zu filmen. Kommst du auch mit? Oh, ja, gut. So, ihr Lieben, angekommen und sitzen bereits im Auto von Jacob und ich werde ihn euch nachher mal vorstellen. The Myth, the Legend behind Tampa. Es ist völlig faszinierend. Er zeigt uns gerade quasi komplett einmal um den Berg quasi herum und durch die kleinen Gassen, durch die kleinen Örtlichkeiten, wenn man so möchte, Dörfer und so weiter. Wird also super, super spannend und wir nehmen euch jetzt komplett mit, zeigen euch alles. Wir fahren jetzt als allererstes wohin? Wir fahren jetzt als allererstes, hat er gesagt, direkt zu unserem Platz, weil er gesagt hat, wir können uns das mit Sicherheit noch nicht vorstellen, deswegen muss er uns das mal als erstes zeigen. Genau. Also, da fahren wir jetzt als erstes hin. Yes, let's go. Und dann stelle ich euch ihn mal vor. Kann es vielleicht sein, dass wir angekommen sind an unserem Grundstück? Stimmt. Oh, warte, ich muss es kleiner machen. Verdammt, ich weiß nicht, was man sagt. Die geißen hier auch. Oh, sehr geil. Ah, ja. I look like a construction worker, I look amazing. Yeah, look like an engineer. Fantastic. Okay, ich muss raus. New engineer, trainee on the program. Okay, Annika, du musst jetzt auch mal umziehen, weil jetzt laufen wir nämlich auf unser Grundstück. Okay. Also, los geht's.
Oh my god. This is the border of your lot, going down quite far and going that way all the way to that green zone between the next. Mein Herz, ich sterbe. Das hat uns. The myth, the man, the legend himself, he is here next to us. That is Jacob. It is his fault that we are here. Yeah, and I am very happy to have you here, really guys. Your fault. It's been a pleasure meeting you. It is amazing. You. Like, first of all, like, from our side, the entire journey of, like, meeting, writing, emails, WhatsApp, whatever, it's been phenomenal. That's number one. Thank you so much for the hospitality at Villa Sorgas. Thank you. That's amazing. Villa Sorgas is his villa, and Tilda's villa, his wife. And we are right here in front of our plot. Basically, here, somewhere, between the trees and everything. And it's pretty, pretty crazy. And the crazy thing about Jacob is that he was the visionary and the person who came up with the idea with Tampa. And how does it feel for you that everything comes to life? Yeah, it's a good question. Surreal? Yeah, it feels surreal. I mean, we are here every day and we don't really see the progress from day to day. But if you go back a year or 2 years when we started in 2018, then a few things have happened. So, no, it's fantastic to be part of this. It must be super cool having people like random people, foreigners, coming over and seeing it for the first time. So every single time you see the smile and whatever, right? Yeah, no, that's amazing. I mean, I have experienced that myself when I built Villa Sorgas 5 years ago. And I got to the land and it was like this. And in Villa Sorgas at that time, I barely could see anything because it was steep and bushes. Yeah. And then when you have construction, so you're coming up and out a little bit, so you open up to more views. And to experience that is amazing. So I know what you're going through. It's so, so amazing. Wir zeigen euch jetzt noch ein bisschen weiter, was so alles hier abgeht. Und wir nehmen euch mit. Let's go. Also. Zeigen wir euch mal, wie groß dieses Grundstück ist. Wir haben es ein bisschen unterschätzt, um ganz ehrlich zu sein. Hier fängt es quasi an. Down. Where's the flag? Literally there. Yes. Also von hier. So. Und jetzt lauf mal. So, wir sagen mal Tschüss. Ihr seht nichts. Quasi. Seht ihr sie winken? Also. Ihr Lieben, weit, 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 weit weg. Es sind insgesamt 2600 Quadratmeter. Davon können 2500 Quadratmeter bebaut werden. Und lässt uns natürlich super viel Platz, um, ich sag mal, uns auszutoben mit der Idee, die wir haben, unser Traumhaus so zu bauen. Und das ist echt abgefahren, wenn man das so sieht, weil es geht ja wirklich steil bergab. Und ja, es ist Wahnsinn, wenn man das alles so sieht, was daraus quasi wird. Ist echt abgefahren. Und dann seht ihr das, wenn man mal hier guckt, also wenn ihr hier vorne hinguckt, da geht es quasi komplett runter bis da hinten, wo Annika ist, da hinten. Und das ist halt eben der Blick, den ihr hier seht. Da hinten geht, the sun goes up down there, right? Yeah, the left of Annika. Ja, also ungefähr da hinten geht die Sonne auf and the sun sets, zack. So that's pretty nice. You got sunset, sunrise, you got everything, right? Yeah. And you are building your house here as well? Yes, behind, up that way. Up that way. But that's going to be a home for you until then, right? Yes. And kids as well? That's where we're going to move. Kids? Yeah, we have a kids room, but no kids, yeah. No kids on the way. So, jetzt geht's runter in quasi das Grundstück rein, wenn man es so möchte. Das haben die hier extra gemacht und crazy, gebaut, oder? Um dementsprechend, dass wir hier runterlaufen können und das angucken können, sodass wir sehen, das geht wie gesagt bis da hinten hin, da hinten. Unglaublich. Alright, so now we're standing on, like inside the lot, but quite close to the eastern border.
And if we look at the lot, it has some natural trees right now, and some of them will grow bigger within like 2-3 years that you can actually have included in the design. Because shade is really important, and we have the vision to plant a lot of trees, and we are doing it across the whole mountain. So eventually there will be a lot of trees and then villas sitting inside. So you... Nice. The goal is to barely see the villas, from the villa you can see everything. Oh, that's so nice. Amazing. And like, sustainability is one of the highest values you guys have, right? Yeah, absolutely. We're trying to do a lot of things that matters. We can't do everything, but we're trying to do as much as we can. And we trying to put focus on that from the beginning when you start to design and shading, airflow, and how to use water, etc. So this is a very big part of Tampa Hills. And since the beginning of Tampa, you've already planted, you said, like 40,000 trees, yeah, right? Yeah, 40,000 trees are already planted. But the most important thing is that we are trimming and maintaining what's actually growing here from the beginning. Nice. So, and we have a plan to plant another 15,000 this rain season. So this will be an ongoing process to reforest the whole area. Crazy. Love that, especially Annika. Oh yeah. She's like, oh yeah. Oh. So mein Schatz, bist du glücklich? Ich bin absolut sprachlos und überwältigt und alles. Ich kann das, Achtung, das ist irgendwie absolute Reizüberflutung und ich... Hallo. Hallo. Und ich check das irgendwie alles noch gar nicht, dass wir da hier einfach wohnen werden und unser Haus hier hinbauen. Das ist einfach so ein tolles Projekt, was einfach von bis ins kleinste Detail so wundervoll durchdacht ist mit allen Kleinigkeiten, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Und das finde ich so unglaublich toll. Und oh. Alright, angekommen in einem Teil, wo... Also vor allen Dingen Tampa extrem stolz ist drauf, denn wir nehmen ja, also hier gibt die ganzen Villen, die hier gebaut werden, die nehmen natürlich massiven Einfluss auf die Umgebung und die Berge und die Natur und allem drum und dran. Und die Nummer eins oder alles muss einmal nachhaltig gebaut sein. Und die zweite Sache ist die, alles was wir wegnehmen, muss irgendwo auch wieder hinzugefügt werden. Und das hier erklärt euch am besten Jacob. He knows better. It's the plant schooler. Yeah, in Swedish it's plant schooler. Also Pflanzenschule. In English, it's a nursery where we plant trees, and now we start to plant a lot of vegetables and fruit trees and everything because we want to be as self-sufficient as possible. So good. So anything you take away from the mountain, you will try to add back into it, basically. Absolutely. Yeah, right. I mean, we basically there is a rule. If you cut a tree, you lose your job. So that's oh, how nice. Precious. That's how nice. Precious. This yeah. area is. So yeah, we, as I said before, we planted 40,000 trees. Yeah. And we will plant another 15,000 this rain season. Wow. Because most of the hills in South Lombok are burnt down and they plant corns on them. So there's almost no forest left, and we want the forest back. Yeah. Because that will hold more water. It will shade the area, like a natural air conditioning. So it's a big like spin-off effect. The biodiversity will come back, birds and animals. And everything basically is being created here. Yes, so this was the start. 3 years ago, we didn't have anything, but we started to plant. And we managed to plant 15,000 the first year, before we had any roads or anything. So then 2 years ago, in October, we started to do the first infrastructure, the roads up. And this has just been growing. Yeah. How many plant species do you have? I don't even know. It's so many. Yeah, it's a lot. And you flew in an Australian specialist to actually overview, supervise, manage, however you want to say it. Yes. So the nursery. Right? Revel, he's been living in Lombok for I think almost 8 years now. So he lived here before and have experience in Lombok. So he, together with Ahyar and Parman, two local guys that are supervisor here, and a green team, we're 34 employees in the green team now, taking care of the landscape in the whole area. Yeah. And this is what they do. So we grow trees here, and then we carry them out and plant them in around the mountains. And the landscape for the villas are either planted here, or we
buy larger trees from the nurseries in Lombok. We grow them here for some time and then we install them in the landscape around the villas. Das ist mal ziemlich, ziemlich krass beeindruckend, weil nämlich die meisten großen Projekte scheißen dann nämlich drauf und hauen halt irgendwie alles in den Boden rein und machen alles kaputt und allem drum und dran. Und das ist wirklich einer der ganz großen wichtigen Punkte für uns gewesen. Aber wir gucken uns das jetzt mal hier weiter an. So ihr Lieben, jetzt wird's aber richtig abgespaced, denn Nursery habt ihr gerade gesehen, wo das alles hochgezüchtet wird und gemacht wird und andere. Und dann jetzt sind wir an einem natürlichen Amphitheater, was hier gebaut wird, im Einklang mit der Natur. Das heißt, wenn ihr darunter hier schaut, ungefähr in diesem Valley quasi drin. Und wenn ihr jetzt quasi nach rechts schaut, wird das so terrassenmäßig quasi aufgebaut nach oben. So dass circa, also mit einer riesen Bühne hier vorne, können circa 2000 Menschen Platz nehmen. Es soll Konzerte geben, es soll... What was it? Concerts? Ja, yeah, like seminars. And brand launches and whatever you need to create an audience for. Ja, yeah. Und das Krasse dabei ist, dass quasi die komplette Idee mit allem drum und dran ist, wirklich die ganzen Investoren und Owner und was auch immer, die hier wohnen, das sind halt alles Leute, ich kenne, also einige Namen sind ja bekannt hier, und das Spannende ist halt eben, dass du diese Menschen alle an einem Ort versammelst und halt die Möglichkeit halt eben hast, aber sowas zum Beispiel, keine Ahnung, du hast, nehmen wir mal Wearwise meinetwegen, und die haben, da gibt es einen neuen Produktlaunch, was auch immer, kannst den Produktlaunch hier auf der Bühne machen, allem drum und dran, ist halt schon wirklich abgefahrener Stuff. We can do Love Life Passport Seminars here. Yes, absolutely. 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 Falls jemand fragt, wo die nächsten Retreats stattfinden, it's gonna be in the Amphitheater Theater in Tampa Hills. Das war also Tampa Hills und unser Grundstück. Zumindest Vlog 1. Ja, genau. Vlog 2 folgt. Ah, völlig abgefahren, wirklich. Das ganze Areal hier ist so viel größer, als wir es jemals erwartet hatten. Basierend auf den Videos, die wir gesehen haben. Also es ist so viel auch zu zeigen. Deswegen haben wir entschlossen, das ganze Video hier quasi in zwei Teile zu teilen. Das war jetzt Teil Nummer 1. Unbedingt einmal subscriben und die Glocke anstellen, damit ihr auch den zweiten Teil auf gar keinen Fall verpassen werdet. Der kommt dann nämlich in ein paar Tagen. Und da werden wir euch noch ganz viel mehr coole Sachen zeigen. Aber das war jetzt für uns auf jeden Fall schon komplett mindblowing. Und wir wissen absolut nicht, wohin mit unseren Gefühlen. Ich glaube auch für euch, wenn ihr Fragen zu Tampa Hills habt, wenn ihr Fragen zum Hausbau habt, einfach unten in die Kommentare rein, weil es gibt so viele Fragen, die uns auf Instagram erreichen und Co. Und es ist besser, wenn natürlich nicht jeder die gleiche Frage immer stellt, sondern wir die dementsprechend auch beantworten können. Das heißt, einfach unten in die Kommentare rein, und wenn ihr die in die Kommentare dementsprechend packt oder vielleicht Fragen auch schon von anderen seht, dann liked die Kommentare von den anderen mit der Frage, die euch dann eben auch interessiert, packt es da rein. Und dann beantworten wir die in den Q&As, die immer regelmäßig kommen. Ansonsten soweit erstmal die Glocke anmachen, das ist das Wichtigste. Subscriben, und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Ciao, ciao.